Ja, hallo Leute. Willkommen zu einem neuen Video von mir, Open Beta, zu einem, ja, Film, worauf bestimmt einige von euch gewartet haben, dass ich dazu eine Review bringe. Heute habe ich den Film gesehen, beziehungsweise wenn ihr das Video seht, gestern. Und dieser Film heißt Venom. Und was kann ich sagen? Also ich möchte zuerst mal darauf eingehen, dass hier bei den Rocket Beans der Schröck eine gute Anmerkung zu diesem Film gemacht hat, die ich gerne auch nochmal wiedergeben möchte. Liebe Grüße hier gehen raus. Und zwar hat der Schröck gesagt, wenn ihr vorbelastet seid durch den Tobey Maguire Spider-Man, Spider-Man 3, dann lasst diesen Film liegen. Er wird euch nicht gefallen. Und das kann ich so bestätigen. Naja, bis auf eine Sache, aber dazu komme ich später. Ja, dieser Film ist absolute Grütze geworden. Und dann, ich glaube, das hat auch der Sprecher gemerkt, der Venom vertont hat, oder beziehungsweise die Symbionten, denn die werden zumindest im Deutschen alle vom selben Sprecher vertont. Finde ich ein bisschen schade, da hier Carnage und diese alle heißen, eigentlich immer ein bisschen eigene Stimmen hatten. Nun ja, die Story ist plump, dumm, ja. Also nicht mal die Szenen mit Eddie Brock, wo er innerlich kaputt geht, wo alles in seinem privaten Leben zerfällt. Nee, einfach nein. Es ist nichts, was gut ist. Um mal ein Beispiel zu nennen. Eddie Brock liest auf dem Laptop von seiner Freundin eine Nachricht, eine E-Mail. So, er öffnet den Laptop und liest dann, dass der Typ, den er interviewen soll, den er von vornherein nicht mag, und der ja auch der Bösewicht im Endeffekt ist, ja, dass er wohl in mehrere Sachen verstrickt ist. Also, wir würden jetzt hingehen und sagen, ja, dann gehe ich dem mal nach, bevor ich da irgendwelche Anschuldigungen mache. Der Film wollte aber wohl ein bisschen schneller sein. Also, was machen wir da? Richtig, ohne Beweise, ohne nichts gehen wir zu diesem Interview und konfrontieren diesen mit den Anschuldigungen. Und als dann der Chef fragt, ja, wo hast du denn Beweise dafür? Liefer mir mal deine Quellen. Heißt es, habe ich nicht, aber ich weiß, der ist böse. Toll. Gerade in Zeiten von Fake News. Auch wenn es hier gut gemeint ist, weil Eddie ja hier der Gute ist, muss man doch prüfen. Also geht doch nicht. Sorry Leute, aber da bin ich dann jemand, der sagt, also das als guter Reporter so zur Hand haben. Also da, ne? Grausam. Mal, wir haben hier noch etliche kleine Fehler, um das mal kurz einzuschmeißen. Wir sehen, während Eddie die Nachricht liest, eine Katze. Diese läuft von Eddie links nach rechts. So, sie läuft, also sie bewegt sich. Jetzt sollte man meinen, dass man hingeht, wenn man will, dass diese Katze still ist, auch die Bewegung mitgeht, wo die Katze dann sich hinbewegt. Im Fall von Venom sieht es so aus, dass nicht nur diese Szene, sondern viele dieser Szenen einfach lustlos dahingeklatscht sind, denn Tom Hardy, den ich hier auch wieder überhaupt nicht gut finde, ich weiß gar nicht, was alle immer an Tom Hardy finden. Also ich meine, er hat gute Filme, aber genau wie bei einigen anderen Filmen verpatzt er hier einfach alles. Denn ich habe auch bei Kino Plus gehört, ja, hier selbst ein Tom Hardy, der das überzeugend spielt,
kann das nicht retten. Ja, wenn ein Tom Hardy so gut wäre, dann würde der zu gewissen Dialogen sagen, so nicht, Leute, das kann nicht sein. Das ist dumm gemacht. Oder Szenen wie die Katze. Denn, jetzt passt auf, Tom Hardy geht hin und zeigt auf genau den letzten Punkt, da wo wir die Katze angefangen haben laufen zu sehen, zeigt er hin. Ohne dann. Warum? Also, er, ne, ohne hinzugehen und dann so, pssst, oder halt, ey, leise, nein, auf einen Punkt fixiert, wo die Katze für unser Zeitverständnis wahrscheinlich schon dreimal da weg ist. Genauso wie eine Szene, Venom sagt, wir wissen alles, wir sind in deinem Kopf. Ja? Wenn sie alles wissen, warum wird dann in der nächsten Szene, als Eddies Ex-Freundin anruft, gefragt, wer ist das? Ist die wichtig? Was soll das? Ah, wisst ihr anscheinend doch nicht alles. Wow. Entschuldigung, aber das hat in meinen Augen nichts mit Venom zu tun. Ja, CGI-Kampfszenen. Hingeplumpt, also so hätte ich niemals, hätte ich das gesehen als Verantwortlicher für das CGI-Debakel, dann hätte ich gesagt, mach das alles neu. Scheiß drauf, neu machen. So geht das mir nicht ins Kino. Mal die Szene mit, ne, fangen wir anders an. Hier werden auch Sachen gezeigt, die keinen Sinn ergeben, die später verändert worden sind. Zum Beispiel sehen wir im Endkampf Eddie am Boden liegen. Er wurde von seinen Symbionten getrennt und wird dann von Riot aufgespießt. Nach meinem Verständnis her, was Symbionten angeht, können sie sich nicht mit Leuten verbinden, die im Sterben liegen. Oder todkrank sind. Geht einfach nicht. Ich beziehe mich hier mal auf The Animated Spider-Man und einige Faktenseiten auf YouTube, beziehungsweise Kanäle. Und ja, was passiert? Eddie sollte, liegt dann gefühlt 5 bis 10 Minuten auf dem Boden. Es passiert nichts. Ich bin tot. Und dann kommt Venom und belebt ihn wieder. In meinen Augen, selbst wenn dann, wenn Venom noch, also jemanden wiederbeleben könnte, der im Sterben liegt, dann nicht, wenn es eigentlich schon so gut wie unmöglich ist, da noch irgendwas zu retten. Also, versteht mich nicht falsch, aber bei der Verletzung, die Eddie da erlitten hat, bei der Zeitspanne, wie lange Eddie da lag, gefühlt zumindest. Nein, Eddie war tot. Gewiss nicht. Das sind, also von der Verletzung her, das ist ein schwerer Schaden, der da passiert ist. Das können die mir nicht erzählen. Sorry, aber ist so. Eddie war tot. Pech gehabt. Ja. Dann gibt es noch eine Post-Credit-Scene, wo praktisch versucht wird, so ein bisschen auf den zweiten Teil anzudeuten und Carnage wird vorgestellt. Und dann auch noch falsch ausgesprochen in Deutschland. Super. Hier aber nur für die deutsche Synchro ein Mankel, weil ich habe den nicht in O-Ton gesehen, also kann ich das hier nicht beurteilen. Ja. Das einzig Positive für diesen Film, was mir jetzt noch bleibt, ist, dass der Sprecher von Venom oder der Schreiber für die Dialoge von Venom, sagen wir es mal so, anscheinend das Drehbuch in der Hand hatte und nur noch seine Zeilen für Venom da einfügen musste. Und ich dachte,
Das wird Grütze. Also Leute, ne, hat das wahrscheinlich dann nicht durchgekriegt oder sonst was. Und hat sich dann gedacht, gut, dann, ja, mache ich, was ich will. Und das, meine Freunde, ist top geworden. Denn hier werden Dinge euch gesagt, die, ja, wahrscheinlich zu der Stimmung vom Film passten, der uns eigentlich versprochen worden ist. So ein R-Rated-Film, wo geflucht werden darf, wo Böse mit Kopf abhacken und hast du nicht gesehen, richtig schön blutig sein werden darf. Ja, komisches Deutsch, aber wie der Film hätte vielleicht werden sollen, wie er mal angedacht war. Und das ist unglaublich gut geworden. Wenn dann Venom sich auch noch über die Dummheit des eigenen Films lustig macht, sprich, dass Venom sagt, warum machst du die Hände hoch? Du lässt uns dumm aussehen, wie ein Vollidiot, dann ist das unglaublich stark. Also die Dialoge von Venom im Kopf von Eddie sind gut gemacht worden. Also bis auf die paar, wo dann zum Beispiel gefragt wird, wer ist das, obwohl kurz vorher noch gesagt wird, wir wissen alles. Und ja, mehr bleibt mir eigentlich nicht über diesen Film zu sagen. Schade, sehr, sehr schade. Ich würde ihn mir nicht mal für 1 Cent ins DVD-Regal stellen, also. Oder wird dafür ins Kino gehen. Dieser Film ist absoluter Mist. Dann wartet lieber darauf, dass dieser Film irgendwann mal in HD-Qualität irgendwo streambar ist. Für ein Apple und ein Ei. Wartet darauf, dass jemand sich diese guten Szenen rausnimmt, wo Venom so spricht. Und guckt euch das an. Denn dann habt ihr ein gutes Erlebnis gehabt, hattet Spaß daran, wie Venom praktisch alles um sich herum verarscht, den Film verarscht, Sachen fressen will, beleidigend gegenüber anderen ist und vieles mehr gute Momente da im Film schafft und könnt alles andere ausblenden. Für mich ist dieser Film im Endeffekt genau wie Spider-Man 3 geworden ist mit Tobey Maguire. Gibt ein paar kleine Punkte, wo ich sagen würde, das war schon gut, aber so viel Grütze, dass ja, da helfen die paar Punkte auch nichts mehr. Tja, ich hoffe trotzdem, euch hat diese kleine Review gefallen. Ich wünsche euch was. Liken oder disliken, kommentieren, abonnieren. Ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao.